Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei uns im buddhistischen Zentrum. Ja, mein Name ist Dhammadeva. Dhammadeva ist ein buddhistischer Name, ist mein Ordensname. Ich bin noch nicht so lange ordiniert. Ich wurde im Oktober letzten Jahres ordiniert. Und bin vor ungefähr 9 Jahren das erste Mal hier durch die Tür gegangen, in diesem buddhistischen Zentrum. Ja, das hat jetzt so geendet. Jetzt stehe ich hier. Wie schrecklich wäre es, wenn wir in einem Jahr genau dieselben Menschen wären wie heute? Oder in 5 Jahren dieselben Menschen? In 10 Jahren? Oder wenn wir sterben? Sicher möchte niemand von sich sagen, dass er in einem Jahr oder vielleicht nächste Woche genau da ist, wo er in diesem Augenblick ist. Wenn wir wirklich idealistisch sind. Das hat Sangharakshita gesagt, ist der Gründer der buddhistischen Bewegung, zu dem, der wir gehören. Mein Vortrag ist überschrieben mit der Frage, bin ich morgen noch derselbe? Und als ich mich damit beschäftigte, habe ich festgestellt, die Frage ist eigentlich zu früh gestellt. Ich mache eigentlich den zweiten Schritt vor dem ersten. Muss ich mich nicht viel mehr fragen, wer bin ich heute? Und kann ich diese Frage überhaupt beantworten? Wenn wir gefragt werden, wer bist du oder wer sind Sie, stellen wir uns normalerweise mit unserem Namen vor. So wie ich das gerade gemacht habe. Also ich bin Dhammadeva. Bei mir kommt das noch so ein bisschen auf das Umfeld an. Also meinen buddhistischen Namen benutze ich nicht in meinem Beruf. Das wäre ein bisschen zu kompliziert. Da benutze ich meinen bürgerlichen Namen weiterhin. Und meine Mutter nennt mich immer noch Karl. Das haben Mütter so an sich. Die hat mir ja schließlich den Namen mal irgendwann gegeben. Also alleine der Name ist schon nicht eindeutig in Bezug auf das, was oder wer wir sind. Wir gebrauchen Vornamen, Nachnamen, Titel, Kosenamen und so weiter. Wenn wir als Menschen geboren werden, entsteht Nama Rupa, Name und Form. Und im Sanskrit ist Nama Rupa eine Bezeichnung für die Erscheinungswelt, in der alles Name und Form hat. Nama Rupa ist in der buddhistischen Lehre die kürzeste Beschreibung einer Person. Rupa steht für Körperlichkeit, Raum, Materie, männlich, weiblich. Und Nama, also Name, fasst alle geistigen Faktoren zusammen. Fühlen, wahrnehmen, Willensakte und Bewusstsein. Zusammen heißen diese Faktoren die 5 Skandhas oder Haufen. Also von den 5 Bestandteilen, in denen der Buddhismus die Person einteilt, sind 4 geistiger Natur. Und die werden unter dem Begriff Name, also Name, zusammengefasst. Also bin ich vielleicht doch mein Name? Gegenfrage. Ändere ich mich, wenn sich mein Name ändert? Ändert sich die Person, die durch eine Ehe einen anderen Namen annimmt? Die meisten Menschen, die heiraten, hoffen, dass das wohl etwa eher nicht der Fall ist. Ja, sie lieben diesen Menschen so, wie er ist und wollen mit ihm zusammen sein, weil er so ist, wie er ist. Auf der anderen Seite habe ich mich schon verändert, als ich ordiniert wurde und einen anderen Namen bekommen habe. Das hat schon einen Effekt gehabt. Aber das lag wohl eher an der Entwicklung, so die der Ordination vorausgegangen ist. Also der Name beschreibt nicht wirklich, wer ich bin. Er hilft uns zu identifizieren, ist ein Symbol oder eine Aufgabe wie im Falle meines Ordensnamens. Wer sind wir also? Ich gucke mal in die Runde. In den 70er Jahren gab es eine Fernsehsendung, recht bekannt, die hieß Was bin ich? Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Ja, so alt bin ich nur auch noch nicht. Und da ging es ja immer um das Sparschwein. Es ging also darum, den Beruf einer Person zu erraten. Also ist die Antwort auf die Frage, wer oder was bin ich, unsere Berufsbezeichnung? Und wenn wir jemanden kennenlernen und von uns erzählen, nennen wir oft unseren Beruf. Also ich bin
Friseur oder Ärztin oder Maurer oder Lehrer oder Ingenieur oder was auch immer. Also bin ich mein Beruf? Ist das der Maßstab? Ja. Wer war ich, bevor ich mich für den Beruf entschieden habe? Und wer werde ich sein, wenn ich aus dem Berufsleben ausscheide? Manche Menschen haben ein echtes Problem damit, aus dem Beruf auszuscheiden, wenn sie ein Rentnerdasein führen sollen. Sie fallen dann erstmal in ein tiefes Loch, weil sie sich sehr mit ihrem Beruf identifiziert haben. Und wir haben ja nicht nur unseren Beruf. Wir haben viele Rollen im Leben. Wir sind Sohn, Tochter, Schwester, Bruder, Vater oder Mutter, Freund, Kollege, Chef oder Chefin, Vereinsvorsitzender oder Vereinsvorsitzende, was auch immer. Also wir haben im Leben bestimmte Rollen, je nach Situation, in der wir uns befinden. Und die Lebenserfahrung zeigt, in diesen Rollen verhalten wir uns unterschiedlich. Die Menschen, denen wir begegnen, verbinden mit den Rollen bestimmte Erwartungen an unser Verhalten. Denen werden wir auf gewisse Weise gerecht. Wir identifizieren uns häufig mit den Rollen, obwohl wir doch eigentlich authentisch sein wollen. Aber was heißt das, authentisch sein? Manchmal vielleicht so zu sein, wie wir uns gerne sehen? Also all diese Rollen zeigen natürlich auch etwas von dem, was oder wer wir sind. Es ist also gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, wer bin ich? Wer ich bin, hängt scheinbar davon ab, in welchem Zusammenhang, in welcher Situation diese Frage gestellt wird. Und oft bestimmt allein die Rolle das Bild, das andere Menschen von uns haben. Der Lehrer ist eben der Lehrer. Um ein einigermaßen vollständiges Bild von einem Menschen zu haben, bedarf es oft langer Zeiträume. Man muss eben wirklich kennenlernen. Und lernen braucht Zeit. Wir nehmen also irgendwie eine Person oder auch eine Persönlichkeit wahr, aber wenn wir versuchen, das zu definieren, ist das schwierig. Wie ich bereits gesagt habe, sind vier der buddhistischen Persönlichkeitsbestandteile geistiger Natur. Also nach buddhistischer Auffassung sind wir das, was sich in unserem Geist abspielt. Wie diese Zusammenfassung vielleicht zeigt, der vier geistigen Persönlichkeitsbestandteile unter dem Begriff Nama. Also wie wir die Welt wahrnehmen, was wir von ihr erwarten, bestimmt, was oder wer wir sind. Dazu gehören auch unsere Wünsche, Sehnsüchte, Neigungen und Erwartungen. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit unreinem Geist, handle mit unreinem Geist und Leiden wird dir folgen, wie das Rad dem Fuß folgt, der den Wagen zieht. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit reinem Geist, handle mit reinem Geist und Glück wird dir folgen, wie der Schatten, dem der Körper folgt und nicht weicht. So heißt es im Dhammapada, eine Sammlung von Aussprüchen des Buddha, eine sehr alte Sammlung. Also vielleicht sollte ich statt zu fragen, bin ich morgen noch derselbe oder wer bin ich, noch einen Schritt zurückgehen. Und zunächst einmal die Frage stellen, wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Wie die meisten Menschen wurde ich in eine Familie geboren. Bin dort aufgewachsen, von meinen Eltern erzogen worden, der mich aufs Leben vorbereitet. Mir sind Werte vermittelt worden. In meinem Fall waren das protestantische Werte. Das waren die Werte meiner Eltern, meiner Großeltern. Die wurden mir einfach mitgegeben, nicht als kirchliche Lehrmeinung, sondern einfach als so Familientradition war. Und auf meinem Lebensweg sind mir viele Menschen begegnet, die ihren Teil zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen haben. Ich habe gelernt, in der Schule, im Sportverein, von Freunden und manchmal von Menschen, denen ich nur ein einziges Mal begegnet bin. Also kurz, viel aus meinem Umfeld hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin Buddhist und daher bin ich auch überzeugt, dass mich das geformt hat, was aus meinem früheren Leben fortwirkt. Ich bin mir dessen nicht bewusst. Ich kann mich ja noch nicht mal an Dinge erinnern, die alle in meinem bisherigen Leben passiert sind. Aber es gibt für mich so Hinweise.
Aus meiner Geschichte kann ich mir viele Dinge nicht erklären. Als ich anfing, mich intensiver mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen, hatte ich das Gefühl, die Materie ist nicht neu. So eine Art Déjà-vu-Erlebnis, mir war das vertraut. Wer weiß, vielleicht bin ich in früheren Existenzen dem Buddhismus schon einmal begegnet. Ein Psychologe, der keinen buddhistischen Hintergrund hat, würde da wahrscheinlich eine andere Erklärung für finden. Aber es ist letztendlich nicht wichtig. Wichtig ist, welche Konsequenzen wir aus der Vorstellung von Wiedergeburt in unserem Leben ziehen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die Diskussion, wie viel Anteil das Umfeld an der Bildung unserer Persönlichkeit hat und wie viel wir schon mitbringen, ist schon alt. Und einige Forscher suchen hier nach entsprechenden Genen, weil sie glauben, die Persönlichkeit ist durch die Materie, durch das biologische Material vorbestimmt. Und wir Buddhisten glauben eben, dass es die Folgen der Handlungen früherer Existenzen sind, die einen Anteil daran haben, wer oder wie wir sind. Also meine Antwort ist, wir bringen schon Veranlagen und Tendenzen mit, aber das Umfeld und wir selbst bestimmen, was davon zur Reife gelangt, im positiven wie im negativen Sinn. Also das, was uns heute ausmacht, ist unser Verhalten, unsere Ansichten, unsere Meinungen, unser Wissen, unser Können. All das hat sich im Laufe des Lebens aus unserem Potenzial entwickelt und wir entwickeln uns weiter. Wir haben gelernt und lernen hoffentlich immer noch. Wir sind eigentlich ein andauernder Prozess, nicht nur ein biologischer. Wenn man sich die biologischen Prozesse im Körper anschaut, es sind unzählige, die ablaufen. Nichts steht still. Aber wir sind auch ein stetiger geistiger Prozess. Wer meditiert, weiß, dass unsere Gedanken ein endloser Strom sind. Gedanken entstehen und vergehen in jedem Augenblick unseres Lebens. Wünsche, die jetzt gerade wichtig sind, haben morgen keine Bedeutung mehr. Wurden durch neue Wünsche ersetzt. Und wenn man das so betrachtet, ändern wir uns ständig. In jeder Sekunde unseres Lebens. Wie schnell kann eine Stimmung umschlagen? Ein falsches Wort und wir verwandeln uns vom Lamm in den Wolf. In den seltensten Fällen ändern wir uns radikal. Radikale Änderungen stehen oft im Zusammenhang mit einschneidenden Erlebnissen in unserem Leben, mit Krisen, eine schwere Krankheit, ein Unfall, der plötzliche Tod eines geliebten Menschen. Ständig ist alles in Bewegung. Und dieser Prozesscharakter ist Voraussetzung dafür, dass spirituelles Wachstum überhaupt möglich ist. Auf der anderen Seite, der Prozesscharakter bereitet uns auch Unbehagen. Wir wollen Dinge, Menschen, Situationen, die uns angenehm sind, festhalten. Wir wollen so wenig Veränderung wie möglich. Und wer wir in spiritueller Hinsicht sind, zeigt sich meiner Meinung danach, wie kreativ wir mit Veränderungen in unserem Leben umgehen. Der buddhistische Weg ist ein Weg der Transformation. Also Ziel aller buddhistischen Praktiken ist es, dafür zu sorgen, dass ich morgen nicht mehr derselbe bin wie heute. Man kann sich natürlich fragen, warum soll ich einen spirituellen Weg einschlagen? Warum soll ich mich überhaupt verändern? Die meisten Menschen haben Angst vor Veränderungen. Sie wünschen sich Halt und Stabilität im Leben. Und in der Vergangenheit war das bei mir nicht anders. Für mich bedeutete Sicherheit zum Beispiel materielle Sicherheit, also einen sicheren Beruf. Deshalb habe ich mich mal irgendwann dazu entschieden, Ingenieur zu werden, weil ich dachte, das ist was Handfestes. Genügend Geld wollte ich haben, weil ich mir da eingebildet habe, unabhängig zu sein. Ich wollte letztendlich Kontrolle über mein Leben. Ich musste irgendwann lernen, dass das nicht möglich ist. Ich brauchte nur einmal die Kontrolle über mein Fahrrad zu verlieren, lag bewegungslos auf der Straße und schon sah die Welt für mich anders aus. Also ich habe letztendlich eingesehen, dass ich durch materielle Dinge nicht unabhängig und frei werden kann. Sie sind flüchtig, wie Tautropfen in der Sonne. Von einer Sekunde zur anderen kann alles anders sein. Für mich selbst war schon ein harter Brocken anzuerkennen, dass ich mich mit meiner Sicht so vom Leben auf dem Holzweg befand. Aber es war klar, ich muss was verändern. Und für mich hieß das zunächst anzunehmen, dass Veränderung in unserem Leben dazugehört. Das wirklich anzunehmen und anzuerkennen. Und wenn ich das akzeptiere, dass das so ist,
dann kann ich die Möglichkeit der Veränderung auch nutzen. Loslassen ist besser als festhalten. Davon bin ich überzeugt, auch wenn ich zugeben muss, dass es nicht immer leicht ist. Ich kann letztendlich nur innerlich frei sein und nicht durch äußere Dinge. Und was ich auch gelernt habe, wirklich unabhängig bin ich nie. War auch immer so eine Illusion in meinem Leben, ich wollte immer unabhängig sein. Klappt aber nicht. Denn ich bin nicht isoliert auf der Welt. Ich bin immer abhängig von anderen, von irgendwem. Und damit haben sich die Prioritäten in meinem Leben, das Ziel, verändert. Das Ziel im Buddhismus heißt Nirvana. Hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört, denke ich. Was ist das? Nirvana. Also auf jeden Fall ist kein Ort und auch kein Nichts. Es ist ein Zustand. Ein Zustand der Erleuchtung, der Befreiung und des Friedens. Und wenn man mal in den buddhistischen Schriften nachschaut, wenn man da so ein Sachwortverzeichnis gäbe, wird da stehen unter dem Stichwort Nirvana, gucken wir mal nach, dann findet man... Nee, leider nicht. Dann findet man keine klare Beschreibung. Ich lese mal eine vor. Es gibt ein Reich, ihr Mönche, wo es keine Erdenart gibt, Wasserart nicht, Feuerart nicht, Luftart nicht, wo kein Bereich ist eines unbegrenzten Raumes oder endlosen Erfahrens oder nicht etwas. Auch nicht weder Wahrnehmung noch keine. Diese Welt und jene, beides gibt es dort nicht. Auch Sonne und Mond nicht. Kommen gibt es dort nicht, so sage ich. Gehen gibt es dort nicht. Kein sich stützen, kein schwinden, kein Wiederkommen. Frei von Stützen, frei von Fortgang, so ist es ganz unabhängig. Wahrlich, das ist das Ende des Leidens. Kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Vielleicht. Also es gibt keine klare und eindeutige Beschreibung von Nirvana, weil unsere Denkkategorien, unsere Begriffe einfach nicht mehr passen. Unsere Logik versagt und unsere Sprache kann es nicht ausdrücken. Es liegt jenseits unserer bisherigen Erfahrung oder zumindest meiner bisherigen Erfahrung. Ich weiß ja nicht, wer hier sitzt. Warum soll ich mich also auf ein Ziel zubewegen, das ich mit meinem Verstand nicht fassen kann? Etwas, das man mir nicht zeigen kann. Wir haben die Tendenz, nur zu glauben, was wir sehen. Und seit der Aufklärung regieren Verstand und Vernunft. Und was wir mit dem Verstand erfassen können, was uns logisch erscheint, sehen wir als wahr an. Und bei Zweifeln versuchen wir durch Nachforschen und Hinterfragen Klarheit zu bekommen. Und diese Sicht hat die Menschheit schließlich in den Naturwissenschaften weit gebracht. Aber sicher nicht alles erklärt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser Verstand begrenzt ist. Unser Intellekt kann nicht alles begreifen. Und ich halte es für sehr überheblich, wenn wir Vernunft und Verstand zum Maßstab aller Dinge machen. Unser Verstand ist wichtig. Wir brauchen ihn, um in der Welt zu bestehen. Aber Vernunft und Verstand sind nur ein Teil unseres Wesens. Andere Kräfte sind am Werk und haben auf stärkeren Einfluss auf unser Handeln als der Verstand. Wie oft fällen wir Bauchentscheidungen oder haben ein Bauchgefühl? Und wir benutzen unseren Verstand manchmal, um unsere Handlungen im Nachhinein zu erklären. Dann rationalisieren wir unser von Wünschen gesteuertes Handeln. Ursächlich ist oft das, was man das Unbewusste, unsere Emotionen oder eben Bauchgefühl nennen könnte. Meditation öffnet uns den Zugang zu unseren Emotionen und zu tiefer liegenden Ebenen unseres Bewusstseins. Und meditative Erfahrungen lassen sich nicht mit dem Verstand erklären. Meditation ist das Tor zu einer anderen Dimension. Und durch Meditation habe ich Vertrauen in etwas Höheres gewonnen, etwas, das über meinen bisherigen Erfahrungshorizont hinausgeht. Und Nirvana ist etwas, das auch jetzt noch außerhalb meiner Erfahrung liegt. Aber die Möglichkeit, es zu erfahren, steht mir offen. Ob und wann das sein wird, kann ich nicht sagen.
aber ich habe ein Ziel. Und es geht für mich darum, einen Weg zu beschreiten. Den Weg nur theoretisch zu kennen, endet in philosophischen Diskussionen und führt nicht zum Ziel. Und der Buddha wollte keine Philosophie im Sinne eines akademischen Diskurses. Es gibt ja oft die Diskussion, ist Buddhismus Philosophie oder ist es Religion? In dem Sinne ist es keine Philosophie. Der Buddha hat sich geweigert, Antworten auf Fragen zu geben, wie ist die Welt ewig oder nicht ewig? Ist sie endlich oder unendlich? Ist der Körper mit dem Lebensprinzip identisch? Existiert ein Erleuchteter nach dem Tod? Was ist das Wesen eines Buddha? Also die Fragen hat man vor 2500 Jahren auch schon gestellt. Also diese Fragen sind letztendlich für unseren normalen, unerleuchteten menschlichen Geist nicht fassbar. Sie sind mit den Mitteln, die uns mit Sprache und Verstand zur Verfügung stehen, allein nicht zu beantworten. Und der Buddha hat sich nicht in theoretischen Konzepten verloren. Er hat mal gesagt, all diese Theorien sind ein Dickicht, eine Wildnis, ein Hin- und Herwinden von Theorien, eine Balgerei um Theorien. Solche Theorien sind verbunden mit Übeln, mit Quälereien, mit Verwirrung, mit fieberhafter Unruhe. Sie führen nicht zum Loslassen, nicht zum hohen Wissen, nicht zum Erwachen, nicht zum Nirvana. Er hat die Fragen unbeantwortet gelassen, weil er es für Zeitverschwendung hielt, sich damit zu befassen. Auf der anderen Seite war er sicherlich allwissend und er kannte die Antworten. Das hat er auch mal gesagt in einem sehr schönen Gleichnis. Was glaubt ihr, Mönche, sind die Blätter in meiner Hand gegenüber den Blättern im Wald wohl viele oder wenige? Wenige, o Herr, antworteten die Mönche. Genauso ist das, was ich euch lehre, wenig. Und wenn wir ehrlich sind, hat keine wissenschaftliche Theorie bisher es geschafft, alles zu erklären oder gar die ganze Wahrheit zu beschreiben. Jede Theorie wirft neue Fragen auf. Früher oder später musste bis jetzt jede Theorie neuen Erkenntnissen angepasst werden. Theorien haben immer nur einen begrenzten Gültigkeitsbereich. Wie komplex und weitreichend sie auch immer sein mögen in ihrer Anwendung. Also das Ziel Nirvana ist für mich noch weit weg. Wenn ich jetzt aber nicht anfange, in diese Richtung zu gehen, werde ich es nie erreichen. Also beschreiten wir mal den Weg, begeben wir uns mal auf die Reise. Es ist nun mal etwas anderes, ob ich ein fremdes Land tatsächlich besuche oder nur eine Reisebeschreibung darüber lese. Wie sieht dieser Weg nun aus? Klassisch heißt er der achtfältige Pfad. Wer wir sind, zeigt sich in dem, was wir tun, sagen und denken. Es wird in unseren Handlungen sichtbar. Unsere Handlungen sind tief verwurzelt in unserer Sicht der Welt. Und unsere Ansichten entscheiden, wohin die Reise geht. Wir haben viele Ansichten. Und diese Ansichten sind nicht in Stein gemeißelt. Ansichten wandeln sich im Laufe des Lebens, wandeln sich mit der Lebenserfahrung. Wir nehmen neue Ansichten auf, verwerfen andere. Und der Buddhismus unterscheidet zwischen rechten und falschen Ansichten. Also zwischen Ansichten, die uns helfen, in Richtung Erleuchtung zu kommen, und solchen, die hinderlich sind. Fangen wir mal mit den falschen an. Ich denke, wenn ich so in die Runde gucke, haben wir alle unterschiedliche Ansichten. Aber so unterschiedlich die auch sein mögen, bestimmte falsche Ansichten teilen wir alle. Und einige davon sind tief verankert in uns. Zum Beispiel die, dass es uns irgendwie gelingt, in dieser Existenz dauerhaftes Glück zu finden. Ich selbst nehme mich da auch nicht aus. Ich teile diese Ansicht auch, wenn man tiefer guckt. Vor allen Dingen in meiner buddhistischen Praxis, nämlich wenn es mir da gut geht, ja, und ich da sehr zufrieden bin mit meinem Leben, ist die Welt in Ordnung und dann ist das Glück ja doch irgendwie zu erreichen. Aber es geht ja nicht darum, im Leben dafür zu sorgen, dass es einem nur gut geht, sondern es geht darum, spirituell zu wachsen. Und das ist eben oft dann der Fall, wenn wir uns nicht so wohl fühlen. Dann merkt man, dass man etwas ändern sollte. Wir brauchen also ein gewisses Maß an Unzufriedenheit. Das ist ganz hilfreich.
Deshalb ist bekanntlich die erste edle Wahrheit auch die vom Leiden, die diese Unzufriedenheit in der Existenz beschreibt. Und als mir diese Formulierung zum ersten Mal begegnet ist, fand ich sie einfach erstmal abschreckend. Weil ein leidvolles Leben entsprach nicht meiner Erfahrung. Sicher. Es gab leidvolle Erfahrungen. Aber da habe ich lieber nicht hingeschaut, habe sie verdrängt. Versucht, sie möglichst schnell zu vergessen. Also ich kann von mir sagen, ich neige oft dazu, wenn ich mit unbequemen Wahrheiten konfrontiert werde, dass ich die versuche an die Seite zu schieben. Versuche sie zurückzuweisen, zu bagatellisieren und aus dem Gesichtsfeld zu haben. Intellektuell weiß ich heute, dass das Leidhafte zu meiner Existenz gehört. Wer bei uns Buddhismuskurse besucht, der hört das. Da bringen wir den Leuten das bei. Da reden wir von den Arten des Leidens und so weiter und so fort. Das ist der Verstand. Der kann das aufnehmen. Aber erkenne ich das wirklich? Zunächst tue ich doch alles, damit ich nicht leide und glücklich bin. Ja, ich bin erstmal so für mich isoliert von anderen. Erlebe mich dann auch so. Wenn ich etwas brauche, bediene ich mich bei meiner Umwelt. Ja, und tief im Innern bin ich der wichtigste Mensch auf der Welt und muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Auch das ist eine tiefsitzende falsche Ansicht, die wir vermutlich auch alle teilen. Und die nächste falsche Ansicht, die wir vermutlich auch gemeinsam haben, ist die Vergänglichkeit unserer Existenz. Oft verhalte ich mich jedenfalls so, als dauere mein Leben ewig. Morgen ist auch noch ein Tag. Und bei dem Gedanken an den Tod, auch hier sagt mein Verstand, dass ich sterben muss. Ich brauche nur die Zeitung aufzuschlagen und die Todesanzeigen zu lesen. Die sagen alles. Dennoch. Aber haben wir nicht alle die Ansicht, sicher, ich werde älter, ich werde auch mal krank und irgendwann sterbe ich auch. Das ist aber noch weit weg. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, aus dem Leben zu scheiden, werde ich natürlich nicht leiden, sondern ich wache einfach eines Tages nicht mehr auf. Ja? Nur die anderen sind schwer krank, die anderen haben einen qualvollen Tod, aber ich doch nicht. Also die Vorstellung, dass wir wann einmal alles verlieren, an dem wir jetzt festhalten, erfüllt uns nicht mit Freude. Wir verdrängen das. Der Tod ist ja sogar in unserer Gesellschaft sehr an den Rand gedrängt. Dennoch müssen wir die Endlichkeit des Lebens akzeptieren und uns die Frage stellen, was wir mit unserem Leben anfangen. Warum tue ich das, was ich tue und was bleibt, wenn ich alles verliere? Wenn man sich die rechten Ansichten anschaut, wenn man die wirklich verinnerlicht hat, sind sie eine Energiequelle. Ich werde da nicht so im Detail darauf eingehen. Ich nenne sie mal. Ein Teil habe ich schon angesprochen, die vier edlen Wahrheiten. Das ist einmal die Wahrheit vom Leiden, als erste edle Wahrheit. Die Wahrheit vom Grund des Leidens, also dass es eine Ursache gibt. Die Wahrheit vom Aufhören des Leidens. Und die Wahrheit vom Weg, der vom Leiden wegführt. Das ist eine Ansicht. Und die zweite sind die drei Merkmale unserer Existenz. Also unsere Existenz, die bedingte Existenz ist leidvoll. Die bedingte Existenz ist unbeständig und sie ist ohne festen Wesenskern. Und wenn man sich die mal ein bisschen genauer anguckt, dann stellt man fest, dass da zwei Aussagen drin sind. Die vier edlen Wahrheiten, die sagen uns, dass es dauerhaftes Glück tatsächlich gibt. Das ist nämlich die dritte edle Wahrheit, die Wahrheit vom Aufhören des Leidens. Es gibt sogar einen Weg, der dahin führt. Und die drei Merkmale der Existenz drücken aus, dass dieses Glück in der Existenz, in dem Zustand, in dem wir im Moment sind, nicht möglich ist. Glück ist also, ohne dass wir uns verändern, in dieser Welt nicht zu erlangen. Man muss einen Weg gehen. Und wir müssen ihn selber gehen. Niemand kann das für uns tun. Ich kann ja auch niemand anders trainieren schicken, wenn ich einen Marathon laufen möchte. Das muss ich schon selber machen. Genauso ist es mit dem spirituellen Weg. Man muss ihn selber gehen. Und wenn wir alles Materielle auch verlieren,
so finden die geistigen Impulse und Tendenzen, die wir in diesem Leben setzen, ihre Fortsetzung in einer anderen Existenz. Also der Weg kann weitergehen. Und ein Teil des Weges besteht eben darin, diese falschen Ansichten, die wir alle haben, in richtige Ansichten zu verwandeln und zu sehen, was wirklich ist und was wirklich wichtig ist. Und ich bin mit Sicherheit damit noch nicht fertig. Wir müssen uns unsere Erfahrungen genau anschauen und uns immer wieder fragen, ob unsere Erfahrungen mit unseren Ansichten übereinstimmen. Und wenn wir das tun, wenn wir unsere Ansichten und Erfahrungen anschauen, uns also wirklich besser kennenlernen, dann merken wir auch, dass nicht alle Ansichten bewussten Überlegungen unseres Verstandes entspringen. Wir haben Wünsche, Erfahrungen, Hoffnungen, die uns manchmal bewusst sind, manchmal aber auch nicht. Wenn wir mit Situationen und anderen Menschen konfrontiert werden, reagieren wir je nachdem, ob die Situation unseren Wünschen und Erwartungen entspricht, mit Ergreifen, also eine positive Resonanz, oder mit Ablehnung, wenn das nicht der Fall ist. Und diese Reaktionen sind oft emotional und nicht überlegt. Und sofern sich unsere Reaktion innerhalb der gesellschaftlich akzeptierten Normen bewegt, ist die Welt auch in Ordnung. Und wenn unsere Reaktionen einen bestimmten Rahmen verlassen, dann fallen wir auf. Wir sind dann vielleicht Choleriker, haben uns nicht im Griff oder sind Romantiker, realitätsfremd oder einfach nur ein bisschen seltsam. Unser Handeln wird zu einem großen Teil von unseren Emotionen bestimmt. Wir sind eher von Wünschen geleitete Wesen als von der Vernunft gelenkt. Es ist leicht, etwas mit unserem Verstand zu begreifen, aber es auch zu verinnerlichen. Es emotional mit unserem ganzen Wesen zu begreifen, ist etwas anderes. Jeder Arzt weiß, dass Rauchen ungesund ist. Dennoch sterben jedes Jahr Ärzte an rauchbedingten Lungenkrebs. Und wir alle wissen, wie wichtig gesunde Ernährung und Bewegung ist. Wie viele von uns leben danach. Auf dem spirituellen Weg geht es darum, Verstand und Emotionen unter einen Hut zu bringen. Wir müssen sozusagen die Kräfte, die uns antreiben, vereinen, damit sie uns in die richtige Richtung voranbringen. Und das geht nur, wenn wir daran arbeiten, negative Emotionen abzulegen und positive Emotionen zu fördern. Die negativen Emotionen sind Begehren, Hass und Grausamkeit. Also das Verlangen nach Dingen, von denen wir uns Befriedigung erhoffen, und das Vernichten von Dingen, die uns im Weg zu stehen scheinen. Man muss jetzt nicht immer gleich an die extremsten Formen denken, wie Diebstahl, Mord und Totschlag. Aber muss ich eine Mücke erschlagen, weil sie mich stört? Oder ein Insekt zertreten, weil es Ekel in mir auslöst? Die positiven Emotionen sind Großzügigkeit, Wohlwollen, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Mit der Großzügigkeit ist das immer so eine Sache. Kann man ja sein. Ich bin vom Prinzip gerne großzügig. Kommt aber drauf an. Das hängt manchmal so von der Sache ab. Bei mir ist das ganz schlimm mit Büchern. Also von Büchern kann ich mich schwer trennen. Das fängt schon damit an, wenn sich einer von mir ein Buch leihen will. Dann wird das schon kritisch. 20 Euro kriegt er eher, aber ein Buch verleihen ist schon schwierig. Ja. Also Großzügigkeit ist ein gutes Übungsfeld, wo man positive Emotionen kultivieren kann. Wir haben hier eine Meditationsform, die Metta Bhavana, die Entwicklung liebevoller Güte oder bedingungslosen Wohlwollens. Das ist eine Methode, die unser Herz öffnet für andere Wesen und uns auch Klarheit über unsere eigenen Emotionen verschafft. Und ohne die Entwicklung positiver Emotionen ist spirituelles Wachstum nicht möglich. Und wie bei unseren Ansichten, so müssen wir auch bei unseren Emotionen genau hinschauen. Deshalb die Meditation. Warum reagiere ich so? Was steckt dahinter? Um unsere Emotionen zu verwandeln, reicht es nicht aus zu wissen, was positive und was negative Emotionen sind. Wir müssen uns und unsere Emotionen verstehen, um sie zu verwandeln. Herz und Kopf zusammenbringen. Und neben der Meditation können uns Rituale helfen.
Rituale im Buddhismus haben genau diese Funktion, unsere Emotionen mitzunehmen auf dem Weg. Eine Puja, ein Mantra, die Visualisation von Buddhas oder Bodhisattvas sind Mittel, um uns mit einer anderen Seite in uns vertraut zu machen. Und die Verwandlung der Emotionen ist ein innerer Prozess, der sich natürlich nach außen zeigt, in dem, was wir tun oder was wir sagen. Die Rede beansprucht in unserem Leben einen sehr großen Raum. Und sie hat auf dem Weg einen besonderen Stellenwert. Unsere Rede ist unmittelbarer Ausdruck unserer Geisteshaltung. Und die Rede ist wahrscheinlich das stärkste Mittel im Umgang mit anderen, in der Beziehung zu anderen Menschen. Bevor wir jemanden körperlich angreifen, versuchen wir, den Konflikt durch Sprache zu lösen bzw. unser Ziel zu erreichen. Sprache ist im Umgang mit anderen Menschen ein mächtiges Instrument. Mit der Sprache versuchen wir zu überzeugen, Einfluss zu nehmen, Menschen zu manipulieren, sie für unser Ziel und unsere Interessen einzusetzen oder sie zu Handlungen zu bewegen. Auf Sprache reagieren wir. Das menschliche Zusammenleben, ein Großteil unseres Sozialgefüges, ist auf Sprache aufgebaut. Unsere Erziehung durch unsere Eltern erfolgt zu einem Teil über die Sprache. Unsere Bildung ist ohne Sprache nicht möglich. Das gesamte Feld der Politik ist eine Frage des geschickten Einsatzes von Sprache. Das richtige Wort, die richtige Formulierung, der gut platzierte Artikel entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Sprache ist die in Worte gegossene Welt der Gedanken. Unsere Geisteshaltung wird hörbar und die Rede nimmt so eine Mittelposition zwischen Körper und Geist ein. Sie hat eine verbindende Stellung zwischen Denken und Handeln, zwischen Innen und Außen. Es ist daher so wichtig, sie sorgsam einzusetzen und sie unter Kontrolle zu halten. Und dies ist nicht so leicht. Reden ist sehr nah am Denken und sehr nah an unseren Emotionen. Und wir erkennen oft erst im Nachhinein, welche Wirkung unsere Worte auf andere haben. Schauen wir uns die Aspekte der Rede einmal an. Zunächst geht es um Wahrhaftigkeit. Das heißt natürlich erst einmal nicht zu lügen, nicht bewusst oder zielgerichtet die Unwahrheit zu sprechen. Auf Sprache basiert unsere menschliche Gesellschaft, unsere Kultur, unsere Zivilisation. Ohne Wahrhaftigkeit hat die Gesellschaft keine Grundlage mehr. Eine Gesellschaft muss darauf bauen und vertrauen, dass das, was gesagt wird, wahr ist. Ein wirkliches Rechtssystem beispielsweise funktioniert nur durch Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit als gesellschaftliche Norm ist kein spezifisch buddhistisches Thema, sondern ist in der christlichen Kultur genauso verankert wie in der konfuzianischen oder in der arabischen Welt. Wir erwarten, dass man uns glaubt, wenn wir sprechen, und wir glauben anderen gleichermaßen, wenn sie etwas sagen. Zur Wahrhaftigkeit gehört Faktentreue und sachliche Genauigkeit. Man sagt, was man gesehen hat, berichtet, was sich tatsächlich zugetragen hat. Es wird nichts hinzugefügt oder weggelassen, nichts übertrieben oder verniedlicht. Wir stellen die Dinge auch nicht abgeändert dar, um uns selbst in ein besseres Licht zu rücken oder um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Welche Worte wählen wir? Die Wortwahl hat einen großen Einfluss auf die Wirkung. Grobe Worte, eine harsche Sprache, sind eine Form von Gewalt. Wir erhöhen damit den Druck auf unser Gegenüber, versuchen Personen einzuschüchtern und unserer Macht Ausdruck zu verleihen. Sind die eigenen Argumente schwach, muss man sich einer starken Sprache bedienen. Und grobe Rede dient manchmal dazu, die eigene Position in der Gruppe zu stärken, aufzufallen und sich von anderen abzuheben. Nicht nur die Worte selbst, sondern wie wir die Worte aussprechen, ist ethisch von Bedeutung. Schreien wir jemanden an, heben wir die Stimme, um unserer Ausführung Nachdruck zu verleihen, so ist auch das eine Form von grober Rede. Sprache ist ein Ausdruck von Macht. Grobe Rede vergiftet die Atmosphäre und lässt jegliches Mitgefühl für die andere Person vermissen. Freundliche Rede bewirkt das Gegenteil.
Sie sorgt für eine positive Stimmung. Es beginnt damit, dass man höflich ist, dass man sich der anderen Person zuwendet, ihr zuhört. Dass wir loben, wenn andere Menschen Gutes getan haben oder wenn sie uns geholfen haben. All das ist nicht selbstverständlich. Auch freundliche Rede ist ein Übungsfeld. Man kann das lernen. Aber ich meine jetzt nicht so auswendig gelernte Floskeln. Mein Name ist, was kann ich für Sie tun? Das meine ich nicht, sondern wirklich Freundlichkeit aus einer inneren Haltung heraus. Sind wir uns immer darüber im Klaren, was wir sagen? Im Pali-Kanon gibt es eine Passage, in der der Buddha eine Liste mit 32 Arten leichtfertiger, eitler, überflüssiger oder bedeutungsloser Rede aufzählt. Heute wäre die Liste wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja, da es viel mehr Dinge gibt, über die man reden kann. Wir reden manchmal nur, um zu reden. Die Presse verbreitet die neuesten Informationen aus den Adelshäusern der Welt. Oder im Rahmen einer Fußball-WM beschäftigen sich Reporter damit, wann welcher Nationalspieler ins Hotel zurückgekehrt ist. Also wir reden darüber, was der Nachbar tut, wer mit wem im Streit liegt. Es besteht auch die Neigung, zu allem und jedem eine Meinung zu haben. Ich kenne das auch von mir. Aber müssen wir das wirklich? Als Konsequenz habe ich inzwischen meinen Fernseher abgeschafft. Ich habe ihn noch nicht vermisst und fühle mich auch nicht uninformiert. Also wenn man etwas sagt, sollte das auch eine Bedeutung haben, einen Sinn haben und der Situation angemessen sein. Und das, was wir sagen, kann auch sehr schnell boshaft sein. Boshaftigkeit ist von Hass und Übelwollen geprägt. Wir wollen jemandem schaden. Sei es aus Rache oder des eigenen Vorteils willen. Viele Theaterstücke, Filme, Opern haben das zum Thema. Um den geliebten Menschen zu besitzen, werden Intrigen gesponnen und Zwietracht gesät. Also bei boshafter Rede geht es darum, Disharmonie und Feindschaft hervorzubringen. Besser ist es, eine Sprache zu benutzen, die die Harmonie fördert. Man kann zum Beispiel erzählen, wie gut ein Freund über einen jemand anders gesprochen hat. Und wenn Streit in einer Gruppe ist, kann man zur Aufklärung beitragen, alles richtigstellen und so den Streit beilegen. Kommen wir zu unseren Handlungen. Damit betreten wir ein weiteres Gebiet der buddhistischen Ethik nach der Rede. Warum hat Ethik für Buddhisten einen so hohen Stellenwert? Warum ist das so? Weil Buddhisten an ein Naturgesetz glauben. Nämlich an das Gesetz von Karma. Das Gesetz von Karma besagt, dass alle Taten, die willentlich begangen worden sind, Folgen haben. Es gibt keinen Richter, der die Handlung bewertet. Die Folgen treten automatisch ein, wenn die Bedingungen dafür vorhanden sind. Das kann sehr schnell geschehen oder auch lange dauern. Sicher ist, nichts geht verloren. Ich kann das hier so sagen, aber insgeheim ertappe auch ich mich dabei, wie eine innere Stimme sagt, hat ja keiner gesehen. Wird schon nicht so schlimm sein. Aber wenn man es genau betrachtet, ignoriere ich damit das Karma-Gesetz. Durch das Gesetz von Karma tragen wir aus buddhistischer Sicht mit unseren Handlungen nicht nur Verantwortung für unser Leben, für dieses Leben, sondern bis zu einem gewissen Grade auch für die Existenz, die der unseren folgt. Weil ja schließlich die Folgen unserer Handlungen auch erst im nächsten Leben eintreten können. Und wenn wir uns das klar machen, wenn wir also die Möglichkeit der Wiedergeburt akzeptieren, kann das einen sehr positiven Effekt auf unser ethisches Handeln haben. Die buddhistische Ethik gründet sich auf Prinzipien. Ihre Formulierungen sind keine starren Regeln, sondern Übungsgrundsätze, die man sich immer wieder ins Gewahrsein rufen muss und an denen man sich selber messen kann oder messen lassen kann. Und das oberste Prinzip dabei ist, dass die Geisteshaltung, die hinter einer Handlung steht, den ethischen Maßstab bildet. Also quasi, was ist meine Motivation? Was ist der Beweggrund? Warum tue ich das? Das Kriterium ist ein psychologisches. Es gibt keine Moral einer höheren Instanz. Und wir müssen hier unterscheiden zwischen der gesellschaftlichen Moral und einem ethischen Naturgesetz, das unabhängig vom kulturellen Rahmen ist. Die gesellschaftliche Moral bestimmt, welches Verhalten von einer Gruppe akzeptiert wird und welches nicht.
Und das kann sich je nach Zeitgeist durchaus ändern. Man denke nur an die geänderte Haltung zur Homosexualität oder zur Ehe. Ethik im buddhistischen Sinn ist universell gültig. Ethik im Buddhismus bedeutet daher auch nicht gut oder böse. Maßgeblich ist, ob unsere Handlungen hilfreich sind oder nicht, im Hinblick auf unsere spirituelle Entwicklung. Und wir handeln in unserem Leben ständig. Unser Leben besteht quasi aus Handlung. Wir handeln mit Körper, Rede und Geist. Und im Geist bereiten wir jede Handlung vor. Und sie wird durch Rede oder durch die Tat sozusagen öffentlich. Und als Richtschnur und Hilfe dienen den Buddhisten die ethischen Vorsätze. Und zusammengefasst bedeuten diese einfach Gewaltlosigkeit, Zufriedenheit, Wahrhaftigkeit und Klarheit zu üben und alles zu unterlassen, was uns selbst und anderen Leiden oder Schaden zufügt. Und Ethik erschöpft sich nicht darin, das Negative zu unterlassen. Es ist notwendig, aktiv zu sein und positiv zu handeln. Unsere Ethik spielt sich nicht im stillen Kämmerlein ab. Sie ist sichtbar. Sie zeigt sich im Umgang mit uns und mit anderen. Und eine große Rolle spielt da der Lebenserwerb. Mit unserer Arbeit verbringen wir normalerweise sehr viel Zeit. Das gilt für den Beruf oder für die Bewältigung des Alltags. Und die meisten von uns sind darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Unsere Arbeit prägt uns. Und das manchmal im wörtlichen Sinne. Menschen kann man ansehen, ob sie ein anstrengendes Arbeitsleben haben, insbesondere bei anstrengender körperlicher oder geistiger Arbeit sprechen, Körperhaltung oder Gesichtsausdruck, manchmal Bände. Das, was wir tun und womit wir den größten Teil unseres Tages verbringen, oft sogar den größten Teil unseres Lebens, spielt eine entscheidende Rolle für unsere Entwicklung. Die ethischen Prinzipien im Beruf zu leben, ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Bestimmte Tätigkeiten scheiden für Buddhisten aus. Also zum Beispiel im Schlachthaus zu arbeiten oder mit Tieren, Tabak oder Alkohol zu handeln. Aber es ist nicht damit getan, einen ethischen Beruf auszuüben. Denn im Beruf selber kann man sich immer ethisch oder unethisch verhalten. Ich selbst, schon gesagt, ich bin Ingenieur, ich arbeite in der chemischen Industrie. Wir stellen Produkte her, die nahezu jeder Mensch braucht. Also mit dem Produkt habe ich kein ethisches Problem. Aber im Arbeitsalltag stellen sich dennoch viele ethische Fragen, mit denen ich klarkommen muss. Wie gehe ich mit meinen Kollegen um, mit meinen Mitarbeitern? Oft bin ich gezwungen, Maßnahmen durchzusetzen und ich versuche das im Konsens, aber das geht nicht immer. Bin ich achtsam in meinen Handlungen? Sehe ich den anderen? Diese Frage stelle ich mir immer wieder. Und ein Teil meiner Praxis ist, über das, was ich gedacht, gesagt oder auch getan habe, immer wieder zu reflektieren. Die Arbeit war für mich lange sinngebend in meinem Leben. Meine Prioritäten haben sich inzwischen verschoben. Und wenn ich mir die aktuelle Wirtschaftskrise angucke, mir die Ursachen anschaue, frage ich mich manchmal, ob das noch sinnvoll ist, was ich tue. Denn ich unterstütze letztendlich mit meiner Arbeit ein System, mein Wirtschaftssystem, das auf Gier basiert. Werbung erzeugt immer neue Wünsche, die dann befriedigt werden wollen. Ein Handy reicht nicht mehr, es muss ein anderes sein, ein zweites, das neuere. Am besten eins, was noch kein anderer hat. In dieser Krise zeigt sich an vielen Stellen die Absurdität des Systems. Wenn die Menschen aus welchem Grund auch immer nicht mehr kaufen, nicht mehr immer mehr, immer schöner, immer neuer, bricht das System zusammen. Dazu kommt, ist im Moment so in meinem Unternehmen der Fall, im schlechten Wirtschaftsjahr kürzt man den Mitarbeitern die Löhne, um gleichzeitig die Ausschüttung an die Kapitalgeber zu erhöhen. Und da fragt man sich, ob das System an sich überhaupt ethisch sein kann. Ich möchte deutlich machen, dass Ethik im Beruf ist mehr ist als nur die Berufswahl. Jeder sollte sich fragen, ist das, was ich tue, hilfreich für andere? Ist es hilfreich für meine eigene Entwicklung? Setze ich in meinem Leben die richtigen Prioritäten? Wir haben dieses Leben und müssen uns am Ende fragen, was habe ich daraus gemacht? Als Buddhist frage ich mich, hat es mich dem Ziel der Erleuchtung näher gebracht oder nicht?
Das bringt uns zum nächsten Punkt. Unsere Bemühungen in Richtung Erleuchtung voranzukommen. Lenke ich meine Energie auf das richtige Ziel? Spirituelles Wachstum, spirituelle Entwicklung benötigt Energie. Habe ich diese zur Verfügung? Wenn all meine Kraft im Beruf bleibt, ist es dann ein Wunder, wenn ich nicht genug Energie habe für die Meditation, sondern eher müde und träge bin? Ich muss mir darüber im Klaren sein, wie viel Zeit und Energie wende ich wofür auf. Richtige Bemühung heißt, mit seinen Ressourcen richtig umzugehen. Die Energie brauchen wir nämlich, um an unseren Geisteszuständen zu arbeiten. Wir müssen heilsame Geisteszustände entwickeln, erhalten und unheilsame verhindern oder beseitigen. Und es ist eine Aufgabe, die sich in jeder Minute stellt. Und das verlangt Energie, Ausdauer und Achtsamkeit. Wir sind heute oft stark darauf fixiert, möglichst mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen. Was uns dadurch entgeht, stellen wir dann fest, wenn wir versuchen, ein Gespräch mit jemandem zu führen, der gleichzeitig noch andere Dinge tut und mit seiner Aufmerksamkeit nicht bei uns ist. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Sind wir uns immer dessen bewusst, was wir tun? Wie wollen wir uns entwickeln, wenn wir uns nicht bewusst sind, was gerade geschieht? Achtsamkeit oder Bewusstheit ist auf dem spirituellen Weg so wichtig, weil sie uns die Möglichkeit gibt, unsere Handlung zu sehen, sie einzuordnen, gegebenenfalls zu korrigieren und dafür zu sorgen, dass unsere Handlungen uns auf dem Weg voranbringen. Achtsamkeit bedeutet zu wissen, was man tut und warum man es tut. Achtsamkeit bedeutet auch immer ein Gewahrsein für andere. Unsere Achtsamkeit richtet sich auf andere Menschen. Bin ich im Gespräch mit meiner Aufmerksamkeit beim Gegenüber? Sehe ich ihn an? Versuche ich, seine Stimmung wahrzunehmen? Oder beschränke ich mich darauf, was im Augenblick nützlich ist? Hat der andere überhaupt Zeit für mich? Wer achtsam ist, ist sich der Dinge bewusst, die einen umgeben. Gegenstände, Landschaft, Natur. Wir müssen lernen zu sehen, lernen zu hören. Wir können uns in einen Park setzen und einfach nur wahrnehmen. Ohne zu bewerten, ohne einen besonderen Zweck. Wir müssen uns unser Selbst gewahr sein. Wie stehe ich? Wie gehe ich? Wie sitze ich? Sind wir uns unserer Gefühle immer gewahr? Nehme ich wahr, wenn Ärger aufsteigt? Oder reagiere ich sofort? Weiß ich wirklich, ob ich glücklich oder traurig bin? Bin ich mir meiner Gedanken gewahr? Was geht gerade vor in mir? Und die Voraussetzung für ein achtsames Leben ist Meditation. Wir erinnern uns, alle Dinge entstehen im Geist. Wenn dem so ist, müssen wir unseren Geist trainieren. Und das geschieht in der Meditation. Wir üben in der Vergegenwärtigung des Atems Achtsamkeit. Wir versuchen mit unserem Geist im gegenwärtigen Augenblick zu sein. In der Meditation sind wir in der Lage, viel feiner zu spüren, was für Emotionen und Gedanken da sind. Wir können achtsam beobachten, wie die Gedanken und Emotionen kommen und gehen. In der Metta-Bhavana, die ich schon erwähnt habe, üben wir die Entwicklung positiver Emotionen und bauen so die Brücke zu anderen Wesen. Denn die spirituelle Entwicklung ist auf der einen Seite individuell. Aber wir sind nicht allein auf der Welt, sondern wir sind verbunden mit allen Wesen. Mitgefühl ist wie Weisheit untrennbar mit der Erleuchtungserfahrung verbunden. Und der Weg zur Befreiung kann nur zum Ziel führen, wenn wir ihn nicht alleine gehen. Und ich habe den Dharma in meinem Namen, weil es mir ein Anliegen ist, die Lehre des Buddha auch weiterzugeben und vielleicht andere Menschen auf dem Weg mitzunehmen. Ich komme jetzt so langsam zum Schluss. Also wie wir gesehen haben, ist die Frage, wer bin ich heute, schwer bis gar nicht zu beantworten. Wir sind ein stetiger Prozess und verändern uns auch stetig. Das, was uns ausmacht, wird von unseren Ansichten bestimmt und zeigt sich in unserem Verhalten. Wir können uns in eine positive Richtung verändern, wenn wir die richtigen Ansichten entwickeln
positive Emotionen kultivieren, freundlich und wahrhaftig in der Rede sind, ethisch handeln, einem Lebenserwerb nachgehen, der unsere spirituelle Entwicklung unterstützt und unsere Energie sinnvoll nutzen. Also vieles in diesem Vortrag habe ich nur anreißen können. Zu den einzelnen Teilen des Weges kann man jeweils einen eigenen Vortrag halten. Aber ich hoffe, ich konnte zeigen, wie man an sich arbeiten kann. Und wenn es mir gelungen ist, heute Abend Sie zu motivieren, über eines nachzudenken, nämlich, was mache ich aus meinem Leben, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wir haben ein großes Potenzial in uns, das Potenzial der Erleuchtung, und die Chance, es zu entdecken und zu entwickeln. Und wir müssen morgen nicht mehr derselbe sein, wenn wir es nicht wollen. Denn, und ich zitiere jetzt nochmal Sangharakshita, Glück können wir nur erlangen, wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen entspricht. Oder aber, wenn unsere Wünsche im Einklang mit der Wirklichkeit stehen. Wohl ist es wahr, dass die zweite Alternative schwierig ist. Die erste aber ist unmöglich. Wenn wir das Glück nicht durch die Umgestaltung der Welt finden können, dann müssen wir es eben finden, indem wir uns selbst ändern. Vielen Dank fürs Zuhören.